Also geht's weiter mit FIFA und wir machen heute weiter mit Borussia Dortmund als Gegner. Und ja, das ist natürlich immer ein bisschen Prestige. Natürlich ist es Derby. Zweimal durften wir uns schon bisher schlagen in der Liga. Ob es jetzt in der Champions League klappt, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. So. Okay, da gab es eine Nachricht von Lapsa, der möchte was sagen. Was hat er denn gesagt jetzt? So, okay. So, dann gehen wir kurz in die Pressekonferenz. Ich kann aber uns mit der gleichen Mannschaft wieder spielen wie im letzten Spiel auch. Das ist ganz klar. Das werden wir auch tun. So, ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten. Also mit der natürlich mit der Startelf, ne? Gut. Kann alles weitergehen. Wir können auch verlieren. Wir können auch so verlieren und dann rausfliegen. Das kann immer alles passieren. Wie gesagt, Konzentration hochhalten ist immer das A und O. Ne? Wenn die nicht da ist, dann kann das schon mal nicht werden. Oh ja, sagen wir mal so, es wird schwieriger. Für heute haben wir es. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. So, auf geht's ins Match gegen Borussia Dortmund. So, da sich jemand ein bisschen beworben hat, werde ich tatsächlich ein bisschen... Muss leider heute mal meinen Top-Neuzugang mal... War ich mit Buch und schaut mal auf die Bank, auf die Startformation. Wieso nicht in die Startformation, die rutscht zumindest mal auf die Ersatzbank. Hat im letzten Spiel 3 Tore gemacht, also da war es sich heute mal ein bisschen das verdient, weil in der Startelf habe ich Alario stehen vorne. Den brauche ich ein bisschen besser. Ja, mit Bibu habe ich relativ schnellen Spieler, deswegen muss heute tatsächlich Galajic draußen bleiben. So, auf geht's. Es ist Halbfinalzeit in der UEFA Champions League. Heute das Hinspiel. Zwei Mannschaften, die nur noch einen Schritt vom großen Ziel entfernt sind. Wir präsentieren Ihnen diese Partie live hier aus der Arena auf Schalke. In Gelsenkirchen findet unsere heutige Partie statt. Ich begrüße Sie hier in der Arena auf Schalke. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und es geht heute in diesem Wettbewerb um das Hinspiel im Halbfinale. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Halbfinale-Hinspiel und das ist ein Kracher. Zwei Teams, die, welche Überraschung, ins Finale wollen, die sich auch heute wahrscheinlich wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht haben. Es ist ein spannendes, ein hochinteressantes, ein offenes Duell. So, jetzt gleich ins Match. Haaland gar nicht. Ich befürchte, dass der tatsächlich überhaupt nicht mehr im Kader ist bei denen. Oder er ist halt extrem, er ist auch schwer verletzt. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube nicht, dass er da die 300 Millionen gezahlt hat. Das wäre schon ziemlich heftig. Da haben wir die Anfangsformation der Schalke. Das macht einfacher, wenn sie nicht dabei ist. Manuel Neuer,
Nico Elvedi spielt zusammen mit Stefan Savic in der Abwehr und drei Stürmer sollen in dieser Begegnung heute. Das ist ja die gleiche Elf wie im vorletzten Spiel wieder, natürlich hat sich wieder ein bisschen durchrotiert, zurückrotiert. Alle Elf sind wieder dabei. Andere Mannschaft wieder als gegen Augsburg. Ja, das ist also. Spielt. Okay, dann ist der Ball ja eigentlich nur verletzt und jetzt nicht spielen. Es wird doch schon wieder eine andere Hausnummer werden. Bei Holland da vorne drin, das ist wieder eine ganz andere Nummer. Man merkt das vor allem auch an den Fans. Da wird gezittert, da wird gebibbert und ich glaube den Zuschauern... Derby ist halt immer ein bisschen was Besonderes und Champions League sowieso. Und vor allem im Halbfinale. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Sie entscheiden sich ebenfalls für ein offensives Spiel von beiden. Ein Duell der Taktikfüchse. Ich bin echt interessiert und gespannt, wer sich da durchsetzt. Ja, im letzten Spiel gab es dieses 3-0 der Schalker. Davor gab es ein Doppelsieg. Das war der Meistertitel. Und jetzt war der nächste Nackenschlag für Borussia Dortmund. Wir wollen nochmal nachlegen. Aber jetzt ist der ganz andere Wettbewerb. Also, Kirch da erstmal über die Seite gegen Roussillon. Roussillon kommt nicht hinterher. Vorteil, Schalke 04 bleibt am Ball. Alario. Lukas Alario. Gibt den Eckball. So, es gibt die Ecke, jetzt zumindest mal ein bisschen was rausgeholt. Gerade, jetzt gibt es die Ecke, die geht schon weg vom Tor. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Die Champions League soll ja natürlich ein bisschen was anderes sein. Und es provoziert zumindest den Einwurf provoziert. Draufgegangen, aber Einwurf provoziert. Ah, schade. Ich dachte, ich komme da ran. Wir erleben hier heute ein großartiges Duell. Naja, das sind die Spiele, auf die du dich als Kommentator ganz besonders freust. Also, kein Abseits, die bringt. Ja! Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. Man nimmt ja die Defensive im Alleingang. Die sehen alle nicht gut aus. Aber vielleicht liegt es auch daran, wie er sich da durchkommt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Also erstmal den ersten kleinen Schritt getan. Wie sieht jetzt, dass wir tatsächlich heute ein bisschen. Das ist Brandt. Dass wir heute dem Gegner wehtun. Das war richtig wehtun. Alario. Lukas Alario. Gute Aktion, das ist die Flanke. Ja, 2-0. Mach doch nicht da. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. So, erster die nächste Schritt. Wir wollen nochmal den Gegner heute ein bisschen sehr, sehr, sehr wehtun. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus. Hier ist die Moral von denen auch scheißegal. Klar, es ist ein Derby. Aber in erster Linie will ich ins Finale. Und dort wurde immer in die Bayern rausgeschossen aus dem Wettbewerb. Und mal abgesehen davon. Geht dazwischen und gut, hat der kommt Ball. Nicht durch. Erling Haaland. Ballverlust Dortmund. Und je nachdem, wie das im Hinspiel ausgeht, wie das Hinspiel jetzt ausgeht, können wir im Rückspiel auf die drei Geldvorbelasteten verzichten. Schöne Aktion. Das könnte jetzt ein Konter werden. Richter.
Glück für den BVB. Weil diese Grätsche war so Gold wert, weil sonst wäre der nämlich durch gewesen. Sonst wäre es das 3-0 gewesen. Und Aaron Ramsey. Saul. Richter. Marco Richter. Jetzt wird's gewählt. Ja, der kann immer wieder weglaufen. Richter kann weglaufen. Und es gibt die Ecke, weil der Doni das Ding super klasse rausholt. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Also 2-0 ist Haus hochverdient. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Und da fehlte die Power. Schalke bisher mit Haus hoch überlegen, ja. Sie müssten eigentlich schon 3-0 führen. Mindestens. Und das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Pablo. Da mit vielen. Holland, Dingel Baby. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Weg damit. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Nein, der kommt nicht an. Ball bis jetzt verloren. Brandt. Ja, geht gut dazwischen. Ah, gut, gut aufgepasst da. Abmarsch. Hazard. Gegen Balerdi. Hazard. Kein besonders guter Abschluss. Wir müssen aufpassen. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Oh ja, Hazard wieder mit einem super dazwischen noch eine geile Idee. Klasse Technik. Ja. Sehr guter Start in dieses Halbfinal-Hinspiel. Oder Buschen? Aber schon mal eine Führung. Die Führung ist verdient. Auf dieser Leistung können Sie jetzt in Hälfte 2 aufbauen. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Na, wie gesagt, das hätte auch schon locker 3-0 stehen müssen. Aber es steht durch diesen Doppelschlag von Richter bei schon mal 2-0. Auf geht's. Wir sind nach wie vor im Halbfinale-Hinspiel der UEFA Champions League. Die Pause ist vorbei. Nun geht's hier weiter. Saul. Pablo. Ha! Gut aufgepasst, gut gemacht. Also Dortmund muss auf jeden Fall ein bisschen was tun. Oder mehr, ein bisschen, sagen wir mal, sehr viel mehr tun. Jetzt die Gelegenheit für Borussia Dortmund. Gute Aktion. Sie verlieren den Ball. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für Schalke. Dann geht es auswärts gegen Leipzig. Und klar, da sind wir mit dabei und werden das Spiel ebenfalls kommentieren. Holland, Abseits. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen. Abseits. Naja, da ist Abseits. Ist ein Augenblick zu früh losgelaufen. Aha. Ah, sie verlieren den Ball. Ja, Dortmund ist jetzt ein bisschen, steht jetzt ein bisschen sicherer defensiv. So wird das nichts, den hält der Torwart natürlich. Ecke. Ecke Borussia Dortmund nach dieser guten Parade von Manuel Neuer. Sancho legt sich den Ball bereit, wir gehen jetzt gleich weiter. Ist hier raus, Brandt raus. Okay. Da kommt die Ecke. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Mit der neunten Ecke. Kurze Ecke. Klarer Fall, Ball ist im Aus. Gibt Abstoß. Abstoß sogar, weil Dortmund, weil er Dortmund da dran war. Ja, und da haben wir den nächsten Gegner vom BVB. Und ja, Schalke probiert. Holland! Tor! Und das hat sich selber Treffer zuzuschreiben. Wir schauen nochmal auf die Entstehung dieses Treffers. Erst wieder so ein blöder Block. Das führt eigentlich nur, dass das Ding sowas von dem Griff kriegt. Dann so ein Blödsinn. Und damit dreht sich die komplette Partie wieder in eine andere Richtung. Danke
Hat doch nämlich ein Auswärtstor. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Klasse, wie er da hingeht. Die Schalke kommen jetzt auch gar nicht mehr so weit nach vorne, wie sie es eigentlich im wie sie es am Anfang gemacht haben. Jadon Sancho. Bitte helfen Sie unserem Angriffsteam, indem Sie möglichst keine Not am Platz sind. Da ist der eine durch! Die Chance! 2:2! Wer hätte das gedacht? Das Spiel ist wieder offen. Binnen weniger Minuten. So einfach kann es gehen. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Borussia Dortmund, die Nummer 9, Erling Haaland. Erling Haaland. Und so einfach funktioniert Haaland das ganze Ding wieder. Dortmund gleicht die Partie aus, die Schalke haben schwer momentan. Wieder ein Ball für das VSA. Also das ist, jetzt muss man echt ein bisschen aufpassen. Der Ball kommt hoch rein. Haaland, das darf eigentlich nicht passieren. Und das wird das 3:2 für Borussia Dortmund. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr ausmachen. Kurzer Blick zur Uhr. Da ist die Chance. Paulinho! Eine Parade! Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper? Sensationell! Lucas Alario. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Super Parade! Also den hält nicht jeder. Ein Unentschieden dürfte der Borussia nicht reichen. Sie müssen jetzt mehr investieren. Borussia. Saul. Borussia kommt nochmal. Die wollen hier den entscheidenden Treffer erzielen. Richtig. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Richter. Was machen Sie draus? Jetzt kann die Alleingabe kommen. Alario, Ballverlust. Und es bleiben noch 5 Minuten. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Einwurf jetzt. Das tut gerade richtig weh, weil eigentlich war alles komplett im Griff. Das Ding ist so hochverdient in Führung gewesen. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Die Nummer 9. Jadon Sancho, Nikola Vlahovic. Nicht präzise genug, der Verteidiger ist dazwischen. Bebu, der hat 3 Tore erzielt im letzten Spiel. Das Derby spitzt sich zu. Schalke dreht die Partie wieder. Liegen mit 3:2 vorne. Das dritte Derby geht am Blau-Weiß. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Der Reus ist ja mitgelaufen, den hätte er auch noch mitnehmen können. Aber ist egal, er macht ihn selber. Die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf, das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Sein erstes Champions League Spiel, sein erstes Champions League Tor und was für ein wichtiges. Tor für Schalke 04. Die Gastgeber dürfen Sieg im Hinspiel. Das war's in dieser Partie. Fürs Rückspiel bedeutet das was? Ja, aber das Rückspiel wird ein bisschen anders werden, als es eigentlich gedacht war. Ja, es war aber alles anders geplant. Ja, so der war bombig. Da funktionierte alles und dann funktionierte nicht mehr viel. Dann hatten wir wirklich diesen Lucky Punch nochmal am Ende.
Aber man sieht, dass der zweite Halbzeit hätte Dortmund das Ding eigentlich gewinnen müssen. Es war eigentlich alles für uns klar. Jetzt 3-0, 4-0 führen müssen, eigentlich zur ersten Halbzeit. Kriegt dann so zwei Dinger. Aber okay, es ist doch ein bisschen Spannung drin im Hinspiel. Erstes Hinspiel auf jeden Fall für uns klar. Jetzt heißt es Rückspiel, jetzt heißt es noch Leipzig. Und als nächster Gegner ist der RB Leipzig, der unser Kontrahent. Wir sehen uns dann wieder bei FIFA und ja, bis dahin und tschüss.